Also ich bin die Plattner Magdalena und ich trainiere die Geschwister Bichlmeier vom österreichischen Team. Die letzten Vorbereitungen haben wir bereits jetzt hinter uns. Wir haben morgen den ersten Wettbewerb über 500 Meter. Ja, wir haben heute noch einmal die Strecke trainiert, speziell auch in der Kurve gearbeitet und einfach Übungen gemacht, damit sie sich besser an dieses Eis gewöhnen. Es ist ein bisschen anders als wie bei uns in Innsbruck, das Eis. Schön ist es, wenn wir Medaille machen, Gold, Silber. Haben sie das große Ziel, meine Athleten. Schauen wir, ob es gelingt. Ich bin eigentlich über meine Schule unterricht an einer Schule für mental beeinträchtigte Jugendliche und Kinder. Und ich habe immer das Special Olympics betreut und habe auch die Familie Bichlmeier, das heißt die Geschwister Bichlmeier, habe ich in der Schule schon als Lehrerin gehabt. So, die strahlenden Sportleraugen sind für mich schön. Das entschädigt dann wieder für vieles, weil es bedeutet auch, dass man auf einiges verzichten muss, wenn man Sportlerinnen und Sportler trainiert, weil man ja nebenbei einen vollen Beruf hat. Die Atmosphäre gefällt mir gut, die länderübergreifenden Kontakte und es kommen da auch Freundschaften vor. Also Sabrina hat mir erzählt, dass sie mit dem kasachischen Team, dass da sich besondere Freundschaften gebildet haben, als sie dort ein Rennen oder auf einen Eisschnelllaufbewerb waren und dort eingeladen wurden. Und natürlich einfach die Freude am Sport, die Freude an der Bewegung, was ganz wichtig ist auch für die Konzentration und einfach auch für Selbstbewusstsein. Auch unsere Sportler sehen, wenn sie sich anstrengen, wenn sie konsequent beim Training bleiben, dass auch für sie Fortschritte möglich sind.